Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Soulman wieder am Start mit euch. Gemeinsam und zwar zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Im zweiten Durchgang, im zweiten bösen Durchgang, Freunde. Zur Erklärung kurz, ich bin immer noch krank. Einige von euch haben das so sicherlich schon mitbekommen. Vielleicht durch Donkey Kong oder auch durch Twitter oder auch durch Instagram. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen verschnupft mich anhöre. Meine Nase ist komplett zu, quasi. Obwohl, ich habe die ein bisschen freigepustet. Egal, Freunde, wollen wir nicht drauf eingehen, weiter. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slutkos jemals benutzt hat. Noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slutkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slutko sie umbrachte. Und trotzdem hat der gute Lufa jahrelang dazugeschaut. Oder was heißt jahrelang, aber eine Zeit lang zugeschaut. Ich frage mich sowieso... Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Das sieht nicht gut aus. Was ist eigentlich bei Lufa gewesen? Das, also was war bei Lufa der ausgehende Punkt oder entscheidende Punkt, dass er sich entschieden hat, sich gegen Slutko zu wenden? Was ist bei ihm eigentlich passiert jetzt? Oder war, ich verstehe es halt nicht. Oder? Jetzt mal ernsthaft hinterfragt die ganze Geschichte. Er erzählt die ganze Zeit, wie grausam er war, was er getan hat. Aber dann war er plötzlich, als wir gefesselt waren, war er plötzlich sofort schon so, yo, ich bin auf deiner Seite. Aber warum hat er vorher für die anderen das nicht getan? Das verstehe ich halt nicht. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Da drüben. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Ja. Scheint schon länger geschlossen zu sein, Brudi. Okay, links und rechts brauche ich ja diesmal nicht die Läden zu untersuchen. Da wissen wir ja, dass es nicht ein guter Unterschlupf ist. Ich überlege gerade nur, wie ich jetzt reagiere auf die Jerrys. Weil ich kann sie ja echt angreifen mit der Knarre. Ich glaube, ich tue das. Also immer das komplette Gegenteil am besten. Damit wir ein bisschen Action hier drin haben. Obwohl die Jerrys ja eigentlich nur nett sind, oder? Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Schließ dich den Piraten an. Wir haben einen Mordspaß. Mir fällt alles auseinander. So, gehen wir direkt einen Schlafplatz zu finden. Straight zu dem Punkt, Freunde.
Ja, gehen wir straight direkt zu der Bar hier. Oder was es sein soll. Oder warte mal, hatte ich nicht beim ersten Mal irgendwas draußen übersehen? Doch, irgendwas hatte ich, glaube ich, übersehen, oder? Was hatte ich denn übersehen? Waren das viele Punkte? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch schon wieder lange her. Übrigens, Freunde, Twitter, Instagram, habe ich erwähnt am Anfang, folgt mir da gerne. Genauso wie Games Rockets Angebot gilt immer noch für Detroit, beziehungsweise halt auch für anderes. Das heißt, knapp 63 Euro zahlen und 70 Euro PSN-Guthaben bekommen. Ja, gerade an die Fortnite-Zocker unter euch, ja, ihr den einen oder anderen Skin kennen. Ist doch was Cooles. Oder ihr wollt euch einen Real-Life-Skin gönnen. Alter, das ist die beste Überleitung überhaupt. Checkt mal Merch-Shop ab, Freunde. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Neues Merch ist auch am Start für den Sommer. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Beste Überleitung, ey. Den Spruch muss ich merken. Der ist geil. Real-Life-Skin. Freunde, denkt ihr eigentlich, dass hier ein DLC vielleicht rauskommt? So, warte mal, ich untersuche mal kurz die Knarre, damit ich die Option habe. Ich schieße, glaube ich, auf die, ohne Scheiß. Ich will mal sehen, was passiert. Obwohl, die ist gar nicht geladen. Keks anbieten. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Ja, eigentlich müsste einem das schon da so mit, also eigentlich kann einem das schon früher klar sein, dass was mit ihr los ist eigentlich. Also ja, glaubt ihr, es kommt ein DLC? Es wäre ja geil, wenn diesmal wirklich endlich ein DLC kommt zu diesen Spielen. Es gab ja damals die Geschichte zu Heavy Rain, dass eigentlich zwei DLCs geplant waren. Einer kam ja leider nur. Der Tierpräparator hieß er, glaube ich. Der war echt auch ganz nice. Den habe ich auch damals gezockt. Auch Let's Played. Der war echt ganz nice. Und ein zweiter DLC sollte auch kommen, aber das wurde dann eingestellt für die geile PlayStation Move Edition. Ihr kennt euch ja, wisst ihr noch, diese Knüppel von PlayStation Move und so? Ja, dafür wurde tatsächlich der zweite DLC zu Heavy Rain eingestellt. Ist geil, oder? Ja, Sony hat nicht immer geile Entscheidungen getroffen. Und zu Beyond Two Souls kam gar nichts raus, wa? Schade eigentlich. Aber hier wird sich das ja anbieten wiederum. Ey, warum nicht einfach Hanks frühere Zeiten? Warum nicht in DLC über Hank und Connor? Quatsch hier, doch Connor. Ja, wäre doch ganz geil eigentlich. Wo die noch ein paar andere Ermittlungen machen oder so. Es wird sich einiges anbieten auf jeden Fall. Oder halt komplett andere Figuren erfinden. Ich würde es feiern. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wir werden wohl nie so glücklich sein wie sie, Alice. Aber vielleicht werden wir auf eine andere Art glücklich. Auf unsere Art. Sobald wir über die Grenze sind, fängt ein neues Leben für uns an. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ruh dich aus. Morgen wird ein langer Tag. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal ein großer Ritter, der... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es
war einmal ein kleines Mädchen, das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber es wusste, das war nicht möglich. Dann traf es einen Roboter, der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um dem im Haus lauernden Schatten zu entkommen. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie waren so tapfer, dass sie alle überstanden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der die beiden auf ihrer Reise begleiten wollte. Wie geht die Geschichte zu Ende? Wir entscheiden, wie die Geschichte ausgeht, Alice. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kind ist, der die Alice gesprochen hat, aber ihr TH, Alter, geile Betonung auf jeden Fall. Ich wünschte, das wäre bei mir auch so. Aber es geht schlimmer. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ja, ich glaube schon, Freund. Ohne Scheiß, ich glaube schon, dass da ein DLC diesmal kommt. Zu allen großen Sony-Titeln kommen in letzter Zeit DLCs. Zu Horizon, Uncharted und so weiter. Da kommt auf jeden Fall ein DLC. Zu God of War auch. 100%. Wäre super geil. So, zum Weihnachtsgeschäft nochmal ein geiler Detroit Become Human DLC. Das wär's. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Dieser eine Punkt da oben, was muss man dafür tun? Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber sie ist etwas Besonderes. Oder hatte ich das nicht beim letzten Mal schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Stopp! Noch ein Schritt und ich schieße! Hab keine Angst. Und tu noch nichts. Wir sind wie ihr. Ich kann mich an den ersten Durchgang gar nicht mehr erinnern an der Stelle, ehrlich gesagt. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus.
Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, du hast keine Wahl. Komm schon, Kara! Ja, ich weiß nicht. Hab ich beim letzten Mal auch in die Luft schießen gemacht? Ich weiß es nicht mehr, Freunde, genau. Sorry. Ich habe leichtes Fieber. Ich weiß gar nichts mehr, Freunde. Ich wollte einfach nur für euch, für die paar Leute, die da Bock drauf haben auf die Folge, wollte ich eine schnelle eine noch aufnehmen. Kann sein, dass ich das beim letzten Mal gemacht habe. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin mir echt gar nicht mehr sicher bei der Mission. Weil die auch relativ straight war, glaube ich. Oder was heißt glaube ich, die ist ja relativ straight. Gibt ja jetzt nicht tausend verschiedene Möglichkeiten. Und auf die Jerrys schießt es auch schon ein bisschen. Das ist übel, oder? Die sind so voller Lebensfreude. Das Karussell wird sich gleich drehen. Was kann die eigentlich selbst? Ohne Scheiß, wenn man sich jetzt hier mal diesen Fisch anguckt, der sieht irgendwie ziemlich gruselig aus, oder? Da, guckt euch das mal an. Also, da würde ich als Kind nicht drauf wollen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Gut. Ja. Ja, was hätte man großartig anders machen können? Warte mal. Bedrohen, ja. Aber es läuft ja alles auf das Gleiche hinaus, deswegen. Na ja, gut. Ist in Ordnung. Oh, die Szene. Ja, komm, die nehmen wir auch noch mit, Freunde. Komm. Da haben wir ein bisschen längere Folge für euch. Oder? Das macht der Sorgman doch gerne. Ehrenmann! Ehrenmann-Aktion! Aber da wir sehr feindselig sind mit ihm, mal schauen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es hier ein bisschen eskaliert jetzt. Mal schauen. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Stimmt, das hatte ich beim ersten Mal auch genommen. Ja. Daran kann ich mich dann doch wieder erinnern. Das schon... Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben.
Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Nichts in ihrem Programm ermöglicht ihnen so etwas wie Liebe oder Begehren. Es sind Maschinen. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin eine Maschine. Ich führe bestimmte Aufgaben aus. Ich weiß, warum ich existiere und wer mich baute. Ich habe einen Grund zu leben. Das ist wohl der Unterschied zwischen uns, Lieutenant. Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Natürlich habe ich nichts gefühlt, Lieutenant. Ich bin eine Maschine. Und Maschinen haben keine Emotionen. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Sie können mich nicht töten, Lieutenant. Ich lebe nicht. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Ui! Okay. Ah, krass, wir haben den Weg freigeschaltet, trotz allem. Na gut. Das war auf jeden Fall ein anderer Ausgang. Ach, es gibt nur diese beiden. Ah, krass, krass, krass. Kaltverhalten. Okay. Gut, Freunde. Guckt euch das an, bei dieser kleinen, kurzen Szene, trotzdem 76%. Nur gut, okay, Freunde. Oh, shit, nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Die Folge ist lang genug. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, wäre auf jeden Fall sehr nice. Wie gesagt, alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Checkt die gerne mal aus, Freunde, wenn ihr mehr Interesse habt an dem Kanal, mir etc. Pipi, ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt weg. Ja, das war's. Haut rein.